Hallo und herzlich willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal in Dingisbühl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank dafür. Und was will ich euch zeigen? Also, zum Ersten möchte ich euch zeigen, Wechselrichter, wie wir verbaut haben, unseren Knaus vom letzten Video, am offenen Herzen die OP. Jetzt ist er fertiggestellt, wir haben die Wunden wieder vernäht und alles ist am Abheilen und er läuft besser wie denn je. Und genau das möchte ich euch einfach zeigen. Und dann haben wir hier eine Thematik durch den neuen Fiat Ducato, was eine intelligente Lichtmaschine beherzigt, warum, wieso, weshalb, wie wir das Problem gelöst haben. Natürlich nicht ganz im Detail, aber auch dazu möchte ich euch mitnehmen, möchte ich euch ein bisschen was dazu erklären und euch zeigen. Also wenn euch das alles interessiert, dann bleibt dran und schaut euch das Video an, denn es ist mega interessant. Zum nächsten möchte ich nochmal einen gleichen Aufruf starten, und zwar Ukraine. Ihr wisst, der Krieg ist immer noch am Toben, am Tun und wir sind immer noch fleißig am Sammeln. Ganz wichtig sind da medikamentöse Geschichten, Verbandsmaterial und so weiter. Heute habe ich eine ganz tolle Lieferung gekriegt von einem ganz, ganz lieben Menschen. Der hat uns Kochsalzlösung, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial und Babynahrung zukommen lassen. Ganz, ganz tolle Geschichte. Und bitte, ich flehe euch so ein bisschen mit an, durchforstet nochmal eure Hausapotheken, ob da nicht wirklich nochmal irgendwas ist, was abgelaufen ist oder was ihr nicht mehr braucht, und schickt es uns bitte zu. Genauso wie Verbandskästen vom Auto, die abgelaufen sind. Auch da echt, bitte schickt uns die zu. Die können es ganz, ganz dringend brauchen. Also wir haben da gute Kontakte darunter und die brauchen es wirklich. Die brauchen ganz viel Hilfe. Gerade es gibt unheimlich viel Verletzte in den Krankenhäusern. Kinder sind ja auch schon viele und. Die Bilder, die gehen einem gar nicht aus dem Kopf. Und es ist echt eine wichtige Geschichte. Und da bitte ich euch einfach, uns nur ein bisschen zu unterstützen. Wenn ihr nichts mehr findet, bleibt auch nur die Möglichkeit über unser Spendenkonto, auch das blende ich wieder ein, uns bis dato zu unterstützen. Auch bis dato sage ich ganz, ganz lieben Dank für die, die schon alle megamäßige Summen gespendet haben. Also echt top, da ist schon echt eine ganz gute Summe zusammengekommen und dafür ganz, ganz lieben Dank. Wir werden die Summe in eurem Sinne wirklich sehr, sehr gut einsetzen. Eine direkte Hilfe wird stattfinden. Es wird direkt an dementsprechenden Stellen gespendet, beziehungsweise werden wir davon einiges kaufen, was da unten dringend benötigt wird, wie Verbandsmaterial und so weiter, und 1:1 darunter zu bringen. Also dafür ganz, ganz lieben Dank. Kontonummer blende ich nochmal unten ein. Ich bin so dreist und bettel euch nur ein bisschen an, weil es ist einfach eine wichtige Sache. Genauso alle, die für unser Campertreffen da sind und zum Campertreffen kommen, am 26. bis 29. Mai. Auch hier wird gesammelt am Campertreffen. Natürlich könnt ihr auch noch Sachspenden mitbringen am Campertreffen. Auch das ist natürlich sehr gerne gesehen oder auch möglich, weil das wird so schnell nicht abreißen, die Hilfen werden so schnell nicht abreißen und wir werden dort durchgängig weitermachen, so lange, wie es eben nötig ist, um den Menschen zu helfen, so lange, wie Dinge benötigt werden und das Land einfach Hilfe braucht, beziehungsweise die Kriegsflüchtlinge, die jetzt da alle abhauen müssen. Und ich glaube, glaubt es mir, das werden noch viel mehr, wenn die da kommen. Und die da unten verbleiben, die ganzen Männer und Verletzten oder Sonstiges, weil sie eben, keine Ahnung, im Krieg einfach mal verletzt werden, muss man eben einfach helfen. Und da danke ich euch für eure Unterstützung und bitte auch um eure Unterstützung und lasst uns das miteinander angehen, weil ich glaube, es ist eine ganz gute Sache. Und wir machen das alles natürlich nebenbei und ich habe da meine ganzen Angestellten hier, die da fleißig mithelfen, und auch an der Stelle muss ich mal ganz, ganz lieben Dank an die Nathalie sagen.
an ihren Mann Alex sowie aber auch an die Nicole und an die Cordula, die hier immer fleißig mithelfen und Päckchen packen und Telefonate führen und organisieren und machen. Und das alles neben ihrer ganz normalen Arbeit, die auch schon viel ist, weil ihr wisst alle, wir haben nicht gerade wenig zu tun. Und dafür schon mal ganz, 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 ganz lieben Dank auch euch. Ja, und jetzt würde ich sagen, tun wir gar nicht mehr lange rum, düsen ab in die Werkstatt und schauen uns das Delikti an. Der Knaus ist fast fertig. So sieht das Ganze aus, wenn wir das verbaut haben. Ich habe jetzt nur mal das Brett kurz davor gestellt, damit ihr seht, wie das ausschaut, wenn das Brett davor steht. Da sieht man natürlich nicht mehr viel. Und der Akku liegt da unten drin. Und ja, ich wollte es jetzt einfach nur mal so demonstrieren. Hier oben haben wir unseren Wechselrichter. Die Komponenten waren ja schon alle da. Und im vorhergehenden Video habe ich euch ja gezeigt oder beziehungsweise auch begründet, wie man einen Wechselrichter richtig anschließt. Und jetzt nehme ich mal kurz das Brett weg und dann reden wir noch mal ganz kurz über die Installation. So, jetzt ist das Brett weg und so sieht das Ganze aus. Hier war der Ladebooster von Schaut. Der 25 Ampere, glaube ich, hat er gehabt. Den haben wir rausgemacht, haben natürlich dann einen WCS-Ladebooster verbaut, der gleichzeitig auch die Starterbatterie immer schön unter Kontrolle hält und mit schöne 50 Ampere den Lithium-Akku da unten mit 150 Amperestunden dann auch lädt. Was haben wir noch alles gemacht? Ihr seht, jetzt schaut alles wieder normal aus, als ob nichts gewesen wäre. Aber es ist natürlich schon immer eine kleine Herausforderung. Ich habe euch ja hier oben erklärt, haben wir ein 70 Quadrat Kabel angeschlossen, zweimal, Masse und Plus. Jetzt, oh Gott, 70 Quadrat, warum so viel? Ganz einfach, es hat einfach schlichtweg zwei Gründe. Der erste Grund ist natürlich auch, weil es der Hersteller so vorgibt. Hersteller in dem Fall WCS. Aber auch ich würde es nicht anders tun, wenn das auch nicht vorgeben würde, weil ein 70 Quadrat, wir arbeiten hier mit 2000 Watt. Da kann sich jeder errechnen, wie viel Ampere das da durchlaufen. Dann gibt es ja auch noch die sogenannten Spitzenleistungen und wir wollen ja so wenig wie möglich Leistungsverlust durch die Leitungsquerschnitte haben. Deswegen ein 70 Quadrat Kabel, so habe ich nur ein bisschen Luft, so kann mir überhaupt nichts passieren. Es entsteht kein Wärmeverlust, also sprich Energieverlust durch Wärme. Es ist kein Nadelöhr und der Strom kann super geil, sauber, ordentlich fließen. Das sind natürlich dann schon gewaltige Kabelschuhe, wo wir da dran haben, wenn wir hier mal kurz aufmachen. Das sind natürlich hier dann schon Brocken. Ne? Also das ist klar, da müssen natürlich auch richtige fette Brocken sein. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig auch immer kontrollieren, dass alle Schrauben fest sind. Auch das fünfmal nachziehen. Das gleiche betrifft auch hier unten die ganzen Sicherungen, wo wir hier eingebaut haben. Weil jede lockere Schraube ist ein Übergangswiderstand. Ein Übergangswiderstand heißt, hier entsteht Wärme, weil ein Widerstand da keine anständige Kontaktfläche da ist und dann entsteht Hitze. Das kann natürlich hingehen von gerade bei Sicherungshaltern, Sicherungen schmelzen durch, bis hin zur Brandgefahr. Also das ist echt gefährlich, drum wirklich immer Schrauben festmachen, gerade was Strom betrifft, auch Batterie und so weiter. Also immer gucken, dass alle Schrauben fest sind. Ganz, ganz wichtig. Hier haben wir die 230 Volt Seite sauber verkabelt. Hier haben wir die 12 Volt Seite sauber verkabelt. Hier kommt der Strom rein. Aus dem Strom machen wir 230 Volt und dann geht das wieder zurück. Ich habe euch ja erklärt, wir müssen Kühlschrank und Ladegerät ausschleifen. Das haben wir natürlich getan. Auch habe ich euch den Weg gezeigt. Ich habe hier eine kleine Verteilerbox gesetzt. Hier läuft jetzt das Ladegerät und der Kühlschrank zusammen und wird somit ausgeschliffen. Funktioniert nur, wenn der Landstrom steckt. Wenn kein Landstrom steckt, sondern der Wechselrichter an ist, wird hier kein 230 Volt sein. Ja, dann haben wir natürlich alles sauber beschriftet.
Solar, hier unten natürlich Ladebooster, Wechselrichter, da unten ist noch Heizung, alles sauber und ordentlich beschriftet. Und was ihr euch auch noch zeigen wollt, ist hier die Kabel. Ihr seht, so schaut es jetzt aus, nachdem es ich gemacht habe. Ich blende euch noch mal ganz kurz links oder rechts oben ein, wie es ausgeschaut hat. Und gleichzeitig habe ich auch den Querschnitt hier von der Zuleitung zur Batterie nur ein bisschen erhöht, weil der war mal ein bisschen dünn. Ich habe jetzt da ein bisschen einen größeren Querschnitt reingemacht, damit das alles sauber, ordentlich installiert ist und safe ist. Hier haben wir jetzt Ösen überall reingemacht. Vorher war nur, also auf der Plattenseite waren nur so Stifte dran und auf der Seite waren so U-Winkel dran, also finde ich fürchterlich, eine Öse anständig draufgekrimmt, Schrumpfschlauch drüber, schaut sauber aus, hat Hand und Fuß und hier kann jetzt nichts mehr passieren. Das ist meiner Meinung nach eine saubere und ordentliche Installation. So arbeiten wir und ja, dann möchte ich jetzt noch mal ganz kurz, weil hier haben wir eine kleine Thematik, was zum Ladebooster sagen. Bevor ich das mache, aber ganz kurz, bevor die Kritiker unter euch schreiben, ja, ist ja gar kein Polschutz drauf und so weiter, kommt natürlich noch. Wir machen hier auch wieder einen Schutz drauf, einen Berührungsschutz, ganz klar. Ist natürlich auch das Brett davor, da kommt man gar nicht hin drin, noch machen wir einen Berührungsschutz drauf. Versteht sich von selbst, dass wir sowas machen. Zwischendrin mache ich nur immer meine Videos, weil, ja, muss ja auch noch geschnitten und gemacht werden und drum sind manche Arbeitsschritte nicht immer ganz vollendet. Also, jetzt wieder ab zum Ladebooster, weil hier haben wir nämlich ein kleines Phänomen. Also, was heißt, nein, kein kleines Phänomen, ist ein wunderschöner Knaus. Ich weiß jetzt das Baujahr auswendig nicht, jedenfalls ist es ein ziemlich neuer und woran man natürlich sofort erkennen, dass es für mich eventuell ein kleines Problemauto wird, ist an Wupp statt Stopp-Automatik. Statt Stopp-Automatik bedeutet für mich, er hat eine intelligente Lichtmaschine. Intelligente Lichtmaschine bedeutet für mich immer Probleme mit dem Booster. Warum? Weil ein Booster natürlich nur dann arbeitet, wenn er eine gewisse Grundspannung hat. Und dazu erkläre ich euch jetzt gleich noch mehr. So, jetzt sehen wir mal die Einstellung von dem Fahrzeug, was wir hier vorgenommen haben. Und jetzt möchte ich mal kurz was dazu erklären. Und man sieht es auch hier schon, wobei das jetzt hier schon behoben ist, weil hier haben wir schon mal einen Test gemacht und haben das Problem schon mal ein bisschen anderweitig erkannt. Aber wir haben jetzt das Fahrzeug fertig gebaut und haben alles durchgeprüft schon mal und haben festgestellt, okay, Ladebooster springt nicht an. Warum ist er nicht angesprungen? Weil hier der Wert der Starterbatterie war exakt bei 12,4 Volt. Und bei 12,4 Volt springt der Booster nicht an, weil er so eingestellt ist. Wir haben hier die Minimalspannung, liegt bei 12,6, im Standgas 13. Damit der Booster läuft, braucht er also zwanghaft 12,6 Volt. Warum ist das so gemacht? Das ist ganz einfach, weil bei 12,4, wenn jetzt auch nur der Booster anspringen wird, der zieht ja den Strom aus der Starterbatterie raus. Also dann zieht er ja die Starterbatterie noch weiter runter und das ist nicht gut. Also da geht jede Starterbatterie relativ schnell kaputt. Außerdem hatte ich auch schon letzte Woche, zwei Fahrzeuge da, genau mit dem Problem. Starterbatterie war genau 1,5 Jahre alt, weil intelligente Lichtmaschine natürlich immer die Starterbatterie nur aufs absolute Muss hält und nie wirklich voll macht. Und das ist ein richtiger Scheiß für die Batterie. Und dann kommen natürlich noch unsere Ladebooster dazu, die nicht wirklich gut laden, weil die Lichtmaschine ja nur ab und zu lädt. Und in dem Moment, wo sie lädt, dann funktioniert natürlich oder springt der Ladebooster an.
Aber das ist ja Schwachsinn, gerade jetzt in dem Fall, 25 Ampere Ladebooster, du fährst 3 Stunden Auto und man kann davon ausgehen, immer wenn ich vom Gas gehe, springt da Lichtmaschine kurz an, aber wenn ich im Schubbetrieb bin und Gas gebe, schaltet die Lichtmaschine ab und dann läuft der Booster definitiv keine 3 Stunden bei 3 Stunden Autofahrt und das ist halt ein bisschen schlecht. Und das ist eben dieser Wert, wo da eben verantwortlich ist dafür. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, stellt doch den Wert runter, dann würde ja der Booster anspringen. Ja, würde er tun. Nur will ich das nicht tun und werde ich das nicht tun, weil das Problem ist, dann mache ich eben die Starterbatterie schnell kaputt. Und die Gefahr läuft halt einfach, dass sie nicht lang lebt. Also geht auf Kosten der Kunden und der Starterbatterien und da haben wir wirklich keine Lust dazu. Ja, wie können wir jetzt das Ganze überprüfen oder wie können wir jetzt das Ganze austricksen und anders tun? Also ich kann es euch nicht verraten, ich werde es euch auch nicht ganz im Detail verraten. Muss ich aber dazu sagen, macht man ja auch nicht. Aber wir haben natürlich eine Lösung gefunden, verantwortlich dafür, das möchte ich euch auch kurz zeigen, für diese Thematik ist der hier sitzende, halt, jetzt habe ich, jetzt haben wir es, der hier sitzende Messschand. Der da ist verantwortlich dafür. Und weil der nämlich das Ganze steuert und warum auch immer die Problematik so aufwirft, ich nehme an, dass, das ist aber jetzt echt eine reine Vermutung, warum das so genau ist, kann ich auch nicht beantworten, weil ich kein Kfz- oder Mechatroniker bin und schon gleich gar nicht von der Marke Fiat. Aber die Schwierigkeit ist einfach schlichtweg, nehme ich an, dass die Emissionswerte, sprich die Abgaswerte so streng sind, dass man einfach hier versucht, durch Abschalten der Lichtmaschine bessere Emissionswerte zu erzeugen. Und so ist natürlich jede Art der Veränderung an dem Teil oder hier in der Region nicht wirklich förderlich, weil man da natürlich dann gefährdet, dass wahrscheinlich Zulassungsprobleme kriegt, weil die Emissionswerte nicht mehr passen und weiß der Teufel was. Also ist es nicht ganz so prickelnd, wenn man sowas macht und sollte man natürlich auch nicht tun. Aber es gibt einen kleinen Trick und den werden wir hier eben anwenden und den werden wir einen kleinen Taster verpassen dem Fahrzeug und dann können wir nämlich das ganze Problem beheben bzw. So steuern, hoppala, jetzt ist er aus, dass eben wie hier jetzt der ganze Sums, aktuell zeigt er mir ja an, obwohl das Fahrzeug nicht an ist, mit 12,9 Volt, genau. Und jetzt mache ich für euch mal, jetzt stelle ich mal kurz die Kamera hin, kleinen Moment, so. Und jetzt machen wir, jawohl, jetzt machen wir mal kurz den Motor an. Simsalabim, und jetzt zieht er hoch auf 13,5 und er lädt mit volle 50 Ampere, die auch eingestellt sind, sauber durch. Und das ist natürlich eine tolle Sache und dann funktioniert auch anständig der Booster und kann seine Arbeit machen und das finde ich richtig geil. Läuft sauber. Also da muss ich wirklich sagen, der Booster ist schon echt eine tolle Geschichte. Also ich glaube nicht, dass es nochmal einen Booster gibt, der nur im Ansatz das kann, was der Booster kann. Ob das, wie soll ich denn sagen, Aufbaubatterien sind verschiedene, Starterbatterien verschiedene sind, 12, 24 Volt, 24, 12 Volt, Master Slave, bla bla bla. Ihr wisst alle aus dem WCS seine Filme, einfach toll. Also echt mega, ich finde das Ding richtig geil und auch die Kunden
absolut zufrieden. Und wenn er dann läuft, sehen wir hier ein blaues Licht, was natürlich durchgängig leuchtet, weil das heißt, er funktioniert. So, jetzt machen wir mal das Auto wieder aus. Sonst kriege ich hier noch eine kleine Abgasvergiftung. Und laufen wieder zurück. Jetzt ist er wieder aus. Und dann hat er ja noch den berühmten Taster. Und das ist ja das, was mir auch so geil gefällt. Ich drücke da einfach 3 Sekunden lang drauf. 21, 22, 23, zack, zack. Dann leuchtet er gelb und checkt die Starterbatterie. Geht natürlich sofort wieder in den Ruhemodus, weil die Starterbatterie passt. Aktuell, gerade gelaufen, hat sie 13. Hoppala. Voilà. 13 Volt, obwohl der Motor aus ist, so muss das sein. Das ist eine anständige Starterbatterie, so muss das ausschauen und dann funktioniert das Ganze. Also, alles machbar, alles gut und auch somit haben wir das Problem der intelligenten Lichtmaschine gelöst. Der Einbau ist vollendet. Jetzt gehen wir nur ein bisschen an die Prüfung, checken nochmal alles durch, damit wir auch hundertprozentig safe sind. Ja, und dann kann das Auto auch schon wieder raus und der nächste kommt rein. Ja, ihr habt es gesehen. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, das ganze Thema. Der Kunde wird hoffentlich zufrieden sein. Das Video wird erst ausgestrahlt, wenn er das Fahrzeug schon geholt hat, glaube ich. Und ich denke schon, dass das eine tolle Sache ist. Mit der intelligenten Lichtmaschine ist es halt so ein Ding. Die Autohersteller machen sich da natürlich relativ wenig Gedanken. Die produzieren ein Fahrzeug, wo fährt, ganz einfach. Und was da hinten draus gebaut wird, ob da eine Pritsche dran ist oder eben ein ganzes Wohnmobil, ist der Marke Fiat erst einmal bums egal. Und somit gibt es da auch natürlich keine wirkliche Lösung. Ich habe gehört, Fiat bietet angeblich schon die ersten Updates an, bin ich aber noch nicht hundertprozentig sicher, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber da machen wir uns auf alle Fälle für euch noch schlau und da werden wir noch ein Riesenthema vor uns haben. Warum stehe ich hier? Ihr seht, die Firma AirTune, das ist immer so eine kleine Herzensangelegenheit, die Firma AirTune. Nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern weil sie ja einfach eine super, super Sache geschaffen haben. Und zwar sind es die hier in den großen Päckchen unsere Truma Luftfilter, die ich immer nur wirklich jeden an dem Herz legen kann, der eine Truma-Heizung hat, beziehungsweise Ebersbecher-Heizung hat, diese Filter zu verwenden, weil einfach die Luft wesentlich, wesentlich sauberer, reiner und besser ist. Ihr macht euch selber einen Gefallen. Das ist wirklich wahr. Ich habe schon ein paar Mal in ein paar Videos gemacht. Ihr könnt gerne mal gucken bei mir auf dem Kanal, wie das sich verfärbt. Und das ist Wahnsinn. Auch der Einbau ist relativ einfach. Natürlich bieten wir auch den Einbau an für eine kleine Entschädigung, die echt nicht wild ist, weil damit machen wir euch einen Gefallen und das soll ja keine Unsummen sein, sondern das ist aber eine ganz wichtige Sache. Die Firma AirTune macht aber nicht nur diese Filter. Die machen sie natürlich mit am besten, finde ich. Aber sie machen auch hier ganz tolle Geschichten. Und zwar haben die hier so ein Reisetäschchen. Das finde ich, gehört eigentlich schon fast in jedes Fahrzeug, weil da ist nämlich ein Mittel drin, das finde ich ganz toll. Unter anderem natürlich ein Glasreiniger und alles Mögliche, aber auch grundsätzlich ein Reiniger, der Flecken aus dem Stoff ohne Probleme wegmacht. Und ein, wo habe ich den jetzt? Kleinen Moment, das ist der Fleckenreiniger hier. Ein Geruchsbeseitiger. Und ich sage euch Leute, der Geruchsbeseitiger ist echt geil. Ich habe so ein Fläschchen immer auf der Toilette stehen. Weil, machen wir uns nichts vor, kann man auch ganz offen drüber reden, wenn man auf Toilette geht, es riecht. Das Wohnmobil ist klein, es ist natürlich, riecht's. Wenn man kocht, es riecht. Ein paar Sprühe von dem Mittel und es riecht neutral. Es wird der Geruch gebunden, vernichtet, weg.
Und das ist eine geile Sache. Also wir haben das auch hier bei uns auf die Gästetoiletten stehen. Ich habe das Ding im Büro stehen. Ich habe das Ding überall stehen, weil es einfach nur grandios gut ist. Und ich liebe es einfach, weil es wirklich geil ist. Und das wollte ich nur noch mal anmerken. Alles in unserem Online-Shop zu erwerben, dass die Firma AirTune eben nicht nur die Luftfilter macht, sondern eben auch diese ganzen Fleckmittel, auch der Fleckmittel. Ne? Also ich habe den in der Werkstatt hinten, weil zwangsläufig, wenn mal ein Handwerker von mir oder ein Monteur von mir mit seinen Arbeitshänden irgendwo hinlangt, dann hat man ja einen Fleck und das muss weg auf Stoff und alles. Wirkt Wunder. Also geht alles raus. Also ich will nicht sagen wirklich jeden Fleck, aber nahezu jede Alltagsverschmutzung kriegt er ohne Probleme mit so einem Fleckenmittel wieder aus hellen Stoffmaterialien raus. Wenn da Fragen sind, könnt ihr mich gerne anrufen, könnt ihr mich gerne dazu löchern, beziehungsweise wenn nicht, einfach bei uns im Shop, da ist alles erklärt und ist auch alles zu finden. Ja, in dem Sinn halte ich jetzt euch auch gar nicht mehr weiter auf mit meinem Gesappel. Ich freue mich wieder über mega gute Kommentare von euch. Lasst Nachricht da, was ihr von dem Umbau haltet. Habt ihr Erfahrung mit der intelligenten Lichtmaschine? Habt ihr damit Probleme? Dann einfach kurz mal reintackern. Würde ich mich tierisch freuen. Und ansonsten Schluss aus. Jetzt ist vorbei. Daumen hoch natürlich, ein Like, freue ich mich. Und wenn ihr wirklich total verrückt seid, natürlich noch ein Abo, würde mir auch unheimlich gut gefallen, weil das ist so ein bisschen die Bestätigung für das, was wir hier tun oder ich hier tue, dass das auch das ist, was euch interessiert. Also, in dem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video, alles Gute, ciao!